Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. Heute habe ich die Morpheus M4 iPhone-Halterung im Test. Du bekommst ein passgenaues iPhone-Case und eine magnetische Halterung, welche hier an das Fahrrad geschraubt wird. Auf der anderen Seite könnt ihr noch ganz genau den Neigungswinkel verändern. Nun festschrauben. So, jetzt ist es fest. Und von dem Case den Magnetdeckel abnehmen. Ihr könnt nämlich das Case auch so nur ganz normal im Alltag nutzen. So, jetzt kommt das iPhone rein und wird auf die Halterung drauf gedrückt. Ganz wichtig, wenn ihr es eingesetzt habt, drückt unten auf dem Knopf. Sonst ist euer iPhone nicht fest verriegelt. Okay, das war's und jetzt können wir auf die Radtour gehen. So, nun geht's zum Pflastertest. Die Morpheus-Halterung hält sich hier sehr gut und auch sonst bei weiteren Testfahrten hatte ich immer ein gutes Gefühl gehabt. Noch alles fest. Ich war mit der M4-Halterung sehr zufrieden. Besonders die Montage ist sehr schnell und sehr einfach. Ihr braucht kein Werkzeug, also könnt schnell von einem Fahrrad aufs andere Fahrrad switchen. Für Regenfahrten bietet Morpheus eine Regenhülle an. Vielen Dank fürs Reinschauen und noch mehr Tipps findest du direkt auf meinem Blogartikel oder abonniere hier einfach meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank und ciao!